Hinter diesem Zaun steckt viel Potenzial. Noch ist das neue Grips-Gebäude im Rohbau, doch schon am 1. August sollen hier 10 neue Firmen einziehen. Die Gespräche mit den Mietern laufen, sagt Guido Brebaum von der Wirtschaftsförderung. Das Ganze ist ein Public-Private-Partnership-Projekt, bei dem insbesondere die Fachhochschule, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, die Stadt Steinfurt und der Kreis Steinfurt mit der West, mit der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft zusammenarbeiten und hier ein Gebäude schaffen, das Unternehmen Ansiedlungsmöglichkeit bietet auf dem Campus. Ein toller Standort, die Fachhochschule ist ein wichtiger Faktor in der Wirtschaftsförderung, den wollen wir offensiv nutzen. Direkt nebenan steht das Grips 1. Hier haben 4 Unternehmen ihre Büros und alle haben sie Bezug zur Fachhochschule Münster. Wie Thomas Schlüter. Er hat Chemie und Ingenieurwesen an der FH studiert und ist jetzt Unternehmensberater. Die Nähe zur Fachhochschule ist für uns wichtig, weil wir über die Fachhochschule Kontakte zur Transferagentur, zu den Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Region haben. Und darüber immer wieder Einladungen zu Veranstaltungen oder auch Möglichkeiten der Mitwirkung bei Tagungen, Veranstaltungen, Konferenzen haben. Und das für uns ein wichtiger Aspekt ist, um uns auch bekannt zu machen in der Region. Die Jungunternehmer sind nicht auf sich allein gestellt. Jeder Mieter erhält Unterstützung. Die Mieten sind marktgerecht, sind entsprechend hier in der Region und die Infrastruktur ist einfach gut. Man wird gut betreut von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die Transferagentur bemüht sich um die Unternehmen und das ist ein wirklich sehr gutes Umfeld, was man nutzen kann als Unternehmer. Thomas Schlüter war einer der ersten Mieter. Der Kontakt lief über die Wirtschaftsförderung. Guido Brebaum lockt mit finanziellen Anreizen für Neugründer. Die Betriebe, die hier angesiedelt sind, haben allesamt einen Bezug zur Fachhochschule. Es handelt sich um Professoren, es handelt sich um Absolventen, die sich selbstständig gemacht haben und ein Unternehmen gegründet haben. Die Allgemeinheit profitiert dadurch, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass innovative Betriebe hier an den Standort Steinfurt gebunden werden. Das benachbarte Labor für Sensortechnik profitiert von der Nähe zu den Unternehmen. Professor Thomas Rose erhofft sich nun neue Impulse für seine Forschung. Der eine Aspekt ist, dass wir durch die Kontakte mit den Unternehmen in der Region, aber auch mit Unternehmen außerhalb der Region, eine ganze Reihe von neuen Entwicklungs- und Forschungsideen bekommen. Zum Zweiten bekommen wir auf die Art und Weise eine ganze Reihe von neuen Projekten, von Projektarbeiten und dadurch bekommen wir wesentlich mehr Geld, als wir normalerweise einfach über unseren Hochschuletat bekommen. Der Anteil an Geldmitteln aus der Wirtschaft ist gestiegen von 34 Millionen Euro Gesamtetat fast ein Drittel. Darum konnte das Labor investieren in Hochtechnologie mit Praxisbezug. Hier habe ich ein Beispiel, das wir vor einigen Jahren für die Firma Karmann untersucht haben. Da war die Frage, inwieweit man die innere Struktur von solchen Aluminiumbauteilen mit dem Röntgengerät untersuchen kann. Und die Ergebnisse, die wir damals bekommen haben, die waren so vielversprechend, dass wir in der Zwischenzeit ein derartiges Röntgengerät selber angeschafft haben. Das ist das Gerät, was Sie gerade eben gesehen haben. Und mit diesem Röntgengerät machen wir jetzt für weitere Firmen in der Region, für Firmen außerhalb der Region Auftragsarbeiten. Grips für alle Beteiligten, ein Erfolgsprojekt, auch für die Stadt Steinfurt. Zum einen bedeutet dieses Gebäude auf jeden Fall eine Imagesteigerung für die Stadt Steinfurt. Wir werden auf diesem Wege die Fachhochschule sehr viel stärker in das gemeindliche Leben einbinden können. Wir sind dadurch in der Lage, auch Fachhochschulschüler und auch Absolventen hier in Steinfurt zu halten. Wir geben eine Möglichkeit, neue Arbeitsplätze zu schaffen und technikorientiert zukunftsweisende Berufe hier zu halten. Wenn die 600 Quadratmeter Bürofläche in 3 Monaten fertig ist, soll auch Grips 2 so erfolgreich sein wie das erste Gebäude.